Was zeichnet den anderen Stürmerkollegen aus? Wie würden Sie ihn beschreiben und Sie ihn? Ganz kurz. Ja, ich denke, vor allem mal vorweg, wir ergänzen uns sehr, sehr gut. Alex ist vor dem Tor etwas vom Besten in Europa immer noch. Das ist so. Das heißt immer noch. Immer noch unterstreichen. Eben immer noch, ja. Ich hoffe, das ist nächstes Jahr auch noch so. Er ist beidfüßig eigentlich, also vor dem Tor zumindest. Er hat sehr, sehr gute stehende Bälle. Er hat ein Talent, dass man ihn auch manchmal in wichtigen Spielen teilweise gar nicht sieht und plötzlich macht er das entscheidende Tor. Das ist so ein absoluter Torjäger, wie er im Buche steht. Und nebenbei sind wir noch sehr gut befreundet. Ist ein sehr lustiger Typ, auch wenn das nicht alle wissen. Er kann sehr locker sein. uns verbindet eine Freundschaft und es macht Spaß, mit ihm zusammenzuspielen. Und ich denke eben, wir ergänzen uns sehr, sehr gut. Jetzt sind wir mal gespannt, was Alex über Marco sagt. Ihn sieht man immer. Wegen der Größe alleine schon. Nein, er ist für die Größe sehr ein beweglicher Stürmer. Einer, der viel läuft auch, zum guten Glück. Er läuft dann ein bisschen noch für mich mit. So ist es, ja. Auch torgefährlich. Technisch, glaube ich, hat er in den letzten Jahren nochmal seinen Sprung gemacht. Sehr guter Abschluss. Und um das Ganze zu einem Abschluss zu bringen, ich glaube, wie er schon gesagt hat, es ist für mich in meiner Karriere, bis auf einen anderen Spieler noch, aber die beste Ergänzung, die ich hatte als Stürmer. Und das ist ein großes Kompliment.